Willkommen zu Stationeers, mein Name ist Matthias und heute geht es um diese Anlage. Ich bin weiterhin auf Europa unterwegs und auch auf diesem Planeten gefrieren die Eise, wenn sie auf dem Boden liegen. Das heißt, sie tauen nicht auf. Moment. Ja, da haben wir's. So. Und das mache ich mir auch gerne zunutze. Zum Beispiel für eine Art Furnace. Ich betreibe meine Furnace ja immer mit Hot Gas, also nur mit heißem Gas. Hier sehen wir es auch schon. Ja, das ist jetzt mein Heißgas im Endeffekt. Das geht hier rein. Und das werde ich dann für meine Furnace benutzen. Jetzt habe ich mir gedacht, H2-Kombustor macht Wasser und so weiter. Wollen wir alles nicht. Wir können es auch anders machen. Also einfach mal die Schunder hier reinschmeißen. Ein kleiner Cut, ich musste niesen. Die ganzen Schunder da rein. Wir sehen jetzt schon, wir haben hier einen Stecker. Der, nein, ein Sorter. Der teilt das halt zu in der richtigen, zu der richtigen Shoot-Reihenfolge. Das wird eine Art, oder das ist so, ja, hier ist das Eis halt drinne, was eine Art Lager darstellt. Das Ganze geht dann zum Stacker. Und der Stacker, oder die beiden Stacker, der eine ist für Oxygen, der andere ist für Volatiles. Die sind verbunden mit dem Ice Crusher. Der geht zu diesem Tank. Drei Pipe Heater für die Initialzündung. Die muss nur einmalig benutzt werden. Und eine Pumpe zum Abpumpen. Wenn ich das System jetzt hier starte, dann wird er uns hier Hot Gas erstellen. Und zwar benutzt er nur immer so viel Eis, wie er tatsächlich auch braucht. Wenn wir jetzt hier mal auf den Tank halten. Erst wenn O2 oder Volatiles unter 1% fallen, dann wird der Neues benutzen. Da gucken wir jetzt mal, wenn gleich O2 unter 1% kommt, wie gesagt, dann wird da ein blaues Steinchen gemahlen und damit wird dann Hot Gas produziert. So, wieder Steinchen drin und es geht weiter. Es geht nie ein Stack rein, es geht immer nur ein Steinchen. Von Oxygen ein Stein, von Volatiles zwei Steinchen. Und das macht er jetzt so lange, bis der Tank 10 MPa hat. Diese 10 MPa werden dann über der Pumpe abgeführt. Ihr müsst das übrigens nicht anmachen, das geht alles automatisch. Wird abgeführt und wird dann in meinen Tank hier gespeichert. Ja, und so arbeite ich halt mit den Steinchen. Seht es als H2-Kombustor in eine Marke Do-It-Yourself. Vor allem, wir können ihn ausschalten und einschalten, wie wir wollen. Wir haben hier den Taster. Sobald ich das jetzt unterbrechen möchte, dann tue ich das. Die Steinchen, die jetzt da drin sind, die bleiben da drin und werden nicht weiter verarbeitet. Lasse ich die Anlage starten, wird er auch weiterhin arbeiten. Ist der Tank voll, also ist dieser Tank hier voll oder dieses Rohrsystem, ist dieses voll, wird die Pumpe nicht mehr pumpen, sie wird aufhören. Ist der Tank auf 10 MPa voll und das Rohr voll, geht sie automatisch in so eine Art Standby-Modus, wo drauf gewartet wird, dass sie wieder was pumpen kann oder dass sie wieder arbeiten kann. Den Code packe ich euch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es kann jemand gebrauchen. Ja. In dem Sinne verabschiede ich mich.
hoffe damit jemandem geholfen zu haben. Was brauchen wir? Zwei Stacker, ein Sorter, ein paar Shoots, ein Ice Crusher, ein Tank. Auf D0 kommt der Sorter, auf D1 kommt der Stacker Volatiles, auf D2 kommt der Stacker Oxygen, auf D3 den Rohranalysator, das ist der Kamerad, und auf D4 bekommt der, ja, der Tank hier, der kleine. D5 kommt die Volumenpumpe. Und das war's. Ja. In dem Sinne verabschiede ich mich. Bleibt gesund. Euer Matthias. Bis zum nächsten Mal.